ich bin Kerstin. Ich bin hier mit Markus Stäuble, dem Chefredakteur der Web & Mobile Developer. Und wir reden heute über das neue Heft. Hallo Markus. Guten Morgen, Kerstin. Das Titelthema im neuen Heft ist ja soziale Netzwerke in eigenen Apps. Was ist denn daran so wichtig? Gut, du weißt es wahrscheinlich selber auch. Also du hast sicherlich auch Facebook. Ich habe Xing. Wir haben überall irgendwo ein Profil. Wir legen unsere Daten ab. Andererseits haben wir dann auch Smartphones. Wir verwenden Web-Applikationen. Und irgendwie wollen wir uns dann mitteilen. Und wir wollen nicht unbedingt dann in die direkt nach Facebook reinspringen und nach Xing reinspringen, sondern direkt das aus unserer App machen oder aus unserer Web-Applikation. Und wir zeigen hier in unserem aktuellen Heft, wie das für wichtige Netzwerke oder Plattformen funktioniert. Was sind denn weitere Highlights im Heft? Vielleicht hältst du mal einfach kurz das Mikrofon und wir schauen hier mal fröhlich in das Inhalt sozusagen. Wir haben hier auch wieder viele HTML- und CSS-Themen, natürlich auch JavaScript. In dem Artikel auf Seite 56 blättere ich hier mal rein. Ein sehr, sehr schöner Artikel. Hier zeigen wir, wie wir ein dreispaltiges Layout, also was wir auch von den Zeitungen oder Zeitschriften kennen, mit CSS umsetzen. Ein sehr, sehr schöner Artikel. Vielleicht greife ich nochmals einen Artikel aus, der mir besonders gefällt. Auf Seite 140 haben wir unsere Serie rund um Grafiken oder Grafik für Entwickler. Also ihr wisst das alle, man muss es irgendwie bunt machen, man muss die Schaltflächen gestalten und unsere Autorin zeigt, wie man das macht, wie das auch ein Entwickler kann. Willst du uns vielleicht eine kleine Vorausschau geben aufs nächste Heft? Das kann ich natürlich. Da schauen wir einfach mal in die Vorschau rein. Dafür ist natürlich auch da. In der nächsten Ausgabe geht es einmal um integrierte Entwicklungsumgebungen und unserem Schwerpunkt widmen wir ganz aktuell Windows 8. Vielen Dank, Markus. Gerne.